Thank you. Vielen Dank. Thank you for the kind introduction. Vielen Dank für die nette Einführung. Ich möchte über Raketentechnik sprechen und ja, wie schwer kann es sein? Und hier ist noch Deep Sean Khan und er spricht über einige Experimente. Ich bin ein Astrophysiker. Und was wir in Raketentechnik machen in der FAR, ist nur Amateur-Raketentechnik und wir machen es nicht für Geld und sondern nur für die Wissenschaft. Und was ist Raketentechnik? Und vielleicht ist das irgendwas ganz fürchterlich Kompliziertes und im Englischen gibt es eben den Ausdruck, it's not rocket science, aber in Wirklichkeit ist das eigentlich ganz einfach. Und wir entwerfen, bauen und fliegen Raketen das heißt in Aerospace Engineering, also Luft- und Raumfahrt-Engineering. Und man braucht viel Geld und viele Ressourcen. Und warum machen wir das? Wir sind neugierig. Können wir das machen? Ist es möglich? Und für die allerersten Pioniere wusste man nicht mal, ob man überhaupt mit einer Rakete in den Weltraum fliegen kann. Und der Hauptantriebsgrund ist Technologie natürlich nicht. Warum will man sowas machen? Und für mich als Wissenschaftler, als Physiker ist natürlich interessant, alle diese Sachen, die im Weltraum sind, die uns Daten liefern aus dem Weltraum, was man von der Erde aus nicht machen kann. Und für Philosophen ist es natürlich eine große Sache, sich zu überlegen, was das für uns als Menschen überhaupt bedeutet, wenn wir in den Weltraum fliegen können. So. Also warum fliegen wir nicht einfach zu anderen Orten im Sonnensystem, zu Kometen und so? Natürlich habt ihr alle gehört über Philae, der auf letzten Monat auf dem Kometen P67P gelandet ist. Ich habe an diesem Projekt mitgearbeitet und deswegen kenne ich mich damit natürlich aus. Und ich bin stolz, sagen zu können, dass dieser Lander auf dem Kometen gelandet ist. Vielen Dank. Also Raumfahrt führt direkt zur Erforschung und andere Orte im Sonnensystem oder auch darüber hinaus, wo wir hingehen wollen und die wir erforschen wollen, sie anschauen, gucken, was wir rausfinden können, messen und Daten zurückliefern hierher und schon ein noch weit in der fernen Zukunft besteht auch die Möglichkeit, andere Himmelskörper zu kolonisieren. Und wenn es noch andere Möglichkeiten gibt, dann bin ich sehr interessiert daran, natürlich. Aber erstmal zur Motivation. Die drei modernen Raketeningenieure, drei chinesische Raketeningenieure, sie waren nicht sehr erfolgreich, eine lange Geschichte, aber heute sprechen wir über die drei Raketentechniker. Der erste ist Konstantin Tsiolkovsky, von den 1860er bis 1935 gelebt hat. Er war arm und er hat mit 10 Jahren draußen gespielt und eine schwere Krankheit bekommen und ist fast taub geworden. Und er war sein ganzes Leben praktisch taub. Und er war ein Autodidakt und der Lehrer konnte ihm nichts erzählen, weil er immer laut schreien musste. Und deswegen hat er aus Büchern selbst gelesen, er hat sehr viel gelesen für sich alleine. Er ist nach Moskau in eine Bibliothek gegangen, hat Fjodorow getroffen und der hat ihm viel erklärt und er hat Jules Verne gelesen, insbesondere die beiden kleinen Geschichten von der Erde zum Mond und die andere um den Mond und die Geschichte, bei der drei Leute mit einer Kanone um den Mond geschossen werden in den Weltraum. Und es war die erste Science-Fiction-Geschichte, die über eine Reise zum Mond gesprochen hat. Und er hat sehr schnell erkannt, dass es auf diese Weise nicht möglich war. Er wurde Mathematik- und Physiklehrer, obwohl er taub war, und wurde von seiner Umgebung toleriert. Und er ging herum und murmelte vor sich hin und die anderen Leute sagten, lass ihn einfach reden. Und er hat aerodynamische Experimente gemacht in einem Windkanal, den er selbst gebaut hatte, und entwickelte eine Art Zeppelin, würden wir heute sagen, ganz aus Metall. Aber die Russen konnten es nicht verstehen. Sie
bekam keine offizielle Unterstützung. Er wurde ein Philosoph in dem Fach Kosmismus. Und der zweite ist Robert Hutchington Goddard. Er lebte etwas später als Tsiolkovsky, starb leider schon sehr, sehr früh an Krebs und hatte auch eine schlechte Gesundheit und hat deswegen auch sehr viel gelesen, und er wurde inspiriert von H.G. Wells, und er hat ziemlich sicher auch Jules Verne gelesen, aber aus seinen Tagebüchern wissen wir, dass er besonders von Wells beeinflusst wurde. Er wurde ein Professor für Physik und gab ihm einige Unabhängigkeit und auch Geld, aber während seines Lebens wurde er von den Zeitungen verlacht, und als Apollo 11 auf dem Mond landete, haben sie das erste Mal, insbesondere die New York Times, die sich lustig gemacht hatte über ihn, hat sich das erste Mal bei ihm entschuldigt. Er hat die ersten flüssigkeitsgetriebenen Raketen entwickelt und betrieben. Und er hatte einen Workshop in Roswell in New Mexico. Und so ist es. Ich kann es auch nicht ändern. Und er wurde von Herrn Guggenheim unterstützt. Und gegen Ende seines Lebens hatte er mehr als 200 Patente angesammelt über Raketentechnik. Der dritte ist etwas näher zu Hause, Hermann Julius Obert. Auch inspiriert von Jules Verne. Und sein Vater war ein Arzt, ein Chirurg. Er sollte Medizin studieren, aber dann brach der Erste Weltkrieg aus. Und er wurde verwundet im Krieg. Und als er dieses ganze Blut gesehen hat, hat er gesagt, nein, ich kann nicht Medizin weitermachen. Und studierte stattdessen Physik, Mathematik und Astronomie, wo er viel weniger mit Blut zu tun hatte. Er wurde auch ein Mathe- und Chemie- und Physiklehrer. Und begann auch über Raketen nachzudenken. Und in den frühen 20er Jahren bekam er auch viel Widerstand von Wissenschaftlern, die gesagt haben, das war eine Utopie und völlig unmöglich, was er sich da überlegt hatte. Und er entwickelte die erste flüssigkeitsgetriebene deutsche Rakete zusammen mit seinem Schüler Werner von Braun, den einige vielleicht kennen. Und außerdem war er auch Philosoph und ein Parapsychologe. Oh ja. Also, und jetzt einige wichtige Punkte im Leben von diesen drei Raketentechnikern, von denen wir wissen. Eins, was wir sehr genau wissen, war, weil er ein sehr gutes Tagebuch geführt hat, waren die Erleuchtungen von Goddard, die Erscheinungen. Und 1889 hatte er gerade War of the Worlds gelesen von Wells und kletterte auf einen Kirschbaum und dachte nach. Und es war einer dieser wunderschönen, farbenprächtigen Oktobertage in New England. Und er überlegte, wie toll es doch wäre, wie wunderbar es wäre, ein Gerät zu machen, mit dem man zum Mars fliegen könnte. Um es zu starten, von dieser Wiese, auf der ich stehe. Und hier haben wir einen Fall davon, wo ein einzelner Moment für eine Person alles ändert. Und dann, another very important point, this time for Mr. Tsiolkovsky, was haben wir den Teil von Tsiolkovsky, die Exploration des Kosmos durch reaktive Geräte. Da gibt es ein Bild zu, sieht man jetzt im Stream. Es ist schwer, das Buch zu kriegen, in dem das mal dargestellt wurde. Dieses hier habe ich jetzt aus Italien geholt. Raumfahrt muss machbar sein oder ist machbar. Entsprechende Antriebsmöglichkeiten werden benötigt, um im Vakuum sich zu bewegen. Und Schießpulver ist nicht energetisch genug für einen anständigen Antrieb. Es gibt Flüssigkeiten, die genug Energie haben, um eine Rakete anzutreiben.
Und da hat sie auch genannt, zum Beispiel Flüssigsauerstoff und Flüssigwasserstoff sind gute Antriebsmittel. Und diese Mittel wurden erst ein paar Jahre vorher überhaupt mal in größeren Mengen hergestellt. Und da hat ein Kilo ungefähr 1 Million Euro gekostet. Und es war wirklich, wirklich weit voraus. Und wie das mit solchen Pionieren ja oft so ist, niemand hat verstanden, was er da geschrieben hat. 20 Jahre später kam der Herr Obert und hat ein Buch veröffentlicht über die Rakete zu den Planetenräumen. Astronomy, it was called in that day. Damals hat man das noch Astronomie genannt. Und zwar 1923. And his professor, Mr. Wax Wolf, und sein Professor sagte, ja, ist alles schön, aber es hat nichts mit Astronomie zu tun. Nee, das kann ich jetzt nicht durchlassen. Und er hat das dann selber als ein Buch veröffentlicht. Und dieses Buch wurde in ganz Deutschland gelesen und wurde auch in andere Teile der Welt verbreitet. Und ja, in dem Moment wussten die Leute noch nicht, dass sie zusammengehören. Es ist möglich, Geräte zu bauen, die außerhalb der Atmosphäre fliegen. Diese Geräte werden eine Antriebskraft haben, dass sie auch das Gravitationsfeld der Erde verlassen können. Und solche Geräte werden auch in der Lage sein, Menschen zu transportieren. Und die Realisierung dieser Geräte wird in den nächsten Jahrzehnten stattfinden. Also das 46 Jahre später sind wir auf dem Mond gelandet. Das muss man sich mal vorstellen. Das war schon sehr, sehr weit gedacht damals. Ja, und dann kommt Goddards Erfindung des Flüssigkeitsantriebs. Den ersten Flug hat er im März 1996 durchgeführt mit Benzin und Flüssigsauerstoff. Unter dem Verbrennungsraum wurde ein Tank angebracht, der mit einem De Laval Ventil Düse mit einer De Laval Düse befüttert wurde. Specific impulse of 170, which is almost a double of gunpowder. Not very good compared to modern. Die Verbrennungsgeschwindigkeit ist deutlich schneller gewesen, bis zu der Impuls ist bis zu 170 Sekunden machbar und auch eine. The rocket could lift off. Yeah, the film was empty, so no movie. You know that moment, right? You really get something, right? And then. No, sorry, but you didn't press the button. Okay, that happened to Mr. Goddard too. Die Höhe, die erreicht werden konnte, war dann bis zu 56 Meter. Und die Flugdauer 2,5 Sekunden. Lass uns mal über die mathematischen Grundlagen rechnen von Raketentechnik. Es gibt lineare Gleichungen und Differentialgleichungen und Infinitesimalrechnungen. Alle diese Sachen braucht man dafür. Mathematik ist sehr important, sehr, sehr wichtig in der Raketentechnik. Physik brauchen wir. Wir brauchen gar keine ganz besondere Physik, sondern nur klassische Mechanik, klassische Gravitationstheorie. Wenn man dem Planeten sehr nahe kommt, dann braucht man einige Erweiterungen davon, aber das ist wirklich nicht sehr kompliziert. Dann braucht man natürlich, und das ist für die Pyromanen hier, das ist die Theorie der Verbrennung. Und Verbrennung ist sehr wichtig, insbesondere für Antriebe mit hohem Schub, mit hoher Leistung. Jeder weiß das, wir haben die Verbrennungskammer, wo die Verbrennung stattfindet, und dann hat man diese glockenförmige Düse, wo sich die Gase entspannen, und das transformiert die Energie durch den Druck in die kinetische Energie. Und dann brauchen wir natürlich Aerodynamik, und solange wir noch durch die Atmosphäre fliegen, ist es sehr wichtig, weil es die Hauptkraft darstellt, die auf die Rakete einwirkt. Wenn man das anguckt, einen Raketenstart anguckt, dann gibt es immer die Maximum Q, das sind die größten Kräfte, die auf die Rakete einwirken, und danach werden die Kräfte wieder kleiner. Aerodynamik ist also sehr wichtig. Und mit diesen ganzen mechanischen Eigenschaften, sobald man also die Atmosphäre der Erde verlässt, geht es weiter.
Wenn man also dort raus will, muss man die Flugbahn auch korrigieren, denn sonst kommt man nie dorthin, wo man hin möchte. Und es war großes Glück, dass man so viele Planeten beim ersten Versuch erreichen konnte. Man muss genau den richtigen Zeitpunkt zum Abflug, zum Start haben, damit es funktioniert. Heutzutage ist das Ganze viel einfacher, denn wir haben für die präzise Fertigung CNC-Maschinen, wir haben Laser, wir haben viel mehr Möglichkeiten, präzise zu fertigen. Und auch die Materialien heute sind verlässlicher. Naja, wenn man von Aluminium spricht, spricht man hier von Aluminium, das ist... man kann das mit spannabhängigen Verfahren, man kann das bohren, man kann da was abheben. Man hat jetzt aber auch Sandwich-Materialien, die zusammengesetzt werden aus unterschiedlichen Schichten. Und das ist wesentlich komplizierter, als einfach nur zu schneiden, denn die müssen natürlich alle zusammenpassen. Wir haben auch eine Menge an Elektronik, die wir zum Fliegen brauchen. Die muss natürlich sehr leicht sein, denn wir wollen das mitnehmen und es sollte nicht viel Energie verbrauchen, denn auch Energie müssen wir irgendwie mitnehmen. Wir sind nicht mehr in der Zeit von Apollo, der Apollo-Rakete. Wir können richtige Computer verwenden. Und wenn wir Programme dafür schreiben, wenn wir Software dafür entwickeln, haben wir andere Möglichkeiten heutzutage. Früher hat man das mit digitalen und analogen Computern gemacht. Und damals gab es keine einzige Line of Code, keine einzige Codezeile, die man dafür brauchte. Bei dem Apollo-Programm damals wurde das erste Mal digitale Technologie verwendet und nicht eine analoge Steuerung. Es ging dann ganz fix weiter und die einzige Möglichkeit, die Daten hochzukriegen, ist über Funk. Okay, now let's see how rocketry works. Jetzt lass uns mal angucken, wie das funktioniert. Das Prinzip von allen Raketen ist der Rückstoß. Das ist ein direkter, das ist der Energieerhaltungssatz. Das ist Impulserhaltung, das heißt, der Gesamtimpuls von einem System bleibt immer gleich. Und das ist eine Rakete und die stößt etwas Masse nach hinten ab mit einer bestimmten Geschwindigkeit. In Relation zu dem Schwerpunkt des Gesamtsystems. Und wir haben ja eine kleine Teilmasse, die wegfliegt nach hinten mit einer bestimmten Geschwindigkeit. Und wenn der Impuls erhalten bleibt, dann muss der Gesamtimpuls vorher und nachher genau gleich sein. Ja, wir haben jetzt hier eine Gleichung. Wenn man Gleichung hat, laufen die Leute immer weg, aber wir haben die trotzdem. Das ist die Schubgleichung, die Antriebsgleichung. Und wenn wir durch die Zeit teilen, bekommen wir eine Differentialgleichung mit Integralen und bla bla bla. Und dann haben wir die Formel, die Tsiolkovsky schon im 19. Jahrhundert gefunden hat. Das ist gar nicht kompliziert. Nein, also es ist wirklich nicht so schwer. Es ist keine Raketentechnik. Oh, ach so, ja. Also es ist doch Raketentechnik. Also, das, was wir eben Delta V genannt haben, das ist ganz wichtig. Delta V ist proportional zu der Geschwindigkeit und dem Logarithmus der Beginn- und Anfangsmasse, der Anfangsmasse und der Endmasse. Diese Technologie wird von der Antriebsmaschine vorgegeben. Das kann 1000 Meter pro Sekunde sein oder 5000 Meter pro Sekunde. Wenn man das elektrisch macht, kann man noch viel, viel höher kommen, aber auf chemischer Basis bleiben wir in dem Bereich. Und der zweite Teil der Gleichung, je leichter die Rakete nach dem Brennen wird, umso besser ist es, aber der Effekt ist ganz klein. Was brauchen wir? Wofür brauchen wir Delta V? Wir müssen von einem Ort in unserem Sonnensystem zu einem anderen Ort in unserem Sonnensystem kommen. Und dafür brauchen wir ein Delta V. Wer spielt? Okay, so. So ein Raum. Kerbal Space Program. Ach, mein Kind macht das auch.
So, um also von der Erde zu einem niedrigen Orbit zu kommen, müssen wir bis zu 10 Kilometer pro Sekunde Schub bekommen. Deswegen ist es so schwierig, von der Erde wegzukommen. Wenn man vom Erdorbit weg ist, dann ist es ganz billig auch, weiter wegzukommen. Man braucht dafür nur ein Viertel der Energie. Und von dort noch ein Stück weiter braucht man nur ein, es ist auch nur ein kleines Stück. Um zu einem niedrigen Erdorbit zu kommen, das ist die Herausforderung. Von dort haben wir Zeit und es ist wenig Anstrengung, von dort weiterzukommen. Man braucht nur ganz wenig Antriebsleistung, sehr effizient, um dahin zu kommen, wo du willst. Das ist die wichtigste Geschichte bei der Raumfahrt. Das muss man lernen. Normalerweise braucht man mehr als eine Stufe und dann addieren sich diese Delta V einfach. Man braucht einfach mehrere Raketenstufen, mit einer kommt man nicht weit. Und am Ende hat man die Masse M1, am Ende der Brennzeit, und dann ist am Ende die Masse M2 und dies muss so groß wie möglich sein und jedes Mal verliert man eine große Menge Masse und die Saturn V-Rakete sieht am Anfang riesengroß aus und am Schluss ist sie nur noch ganz klein. Now let's talk about our project. Jetzt sprechen wir mal über unser Projekt. Warum machen wir das überhaupt? Also für die FAR, unsere Forschungsgemeinschaft Alternative Raumfahrt. Wir fliegen nicht bis in den Orbit, wir haben Suborbitalflüge nur. Wir fliegen einfach nur 10 Kilometer hoch oder vielleicht 2 Kilometer und wir testen alle Sachen, die wir für einen richtigen Flug brauchen, Telemetrie, Avionik. Alles. Ach, und das ändert sich nicht. Am Ende hat man eine größere Rakete, aber es ist alles das Gleiche. Aber auch wenn man nur ein paar Kilometer hochfliegt, dann hat man trotzdem schon einige Minuten von Schwerelosigkeit oder Mikrogravitation, ohne dass man wirklich in den Weltraum fliegen muss. Und was wir wirklich machen wollen, ist, wir wollen die Kármán-Linie überschreiten. Das ist die 100 Kilometer Höhe ist einfach definiert als Beginn des Weltraums. Und das ist physikalisch nichts, das ist einfach nur eine Definition. Aber wenn wir, fliegen wir 60 Kilometer oder beginnt er bei 120 Kilometer Weltraum, sagen wir einfach, er beginnt bei 100 Kilometer. Das ist einfach willkürlich. Man kann sagen, die Kármán-Linie ist definiert durch. Also es gibt keine Möglichkeit mehr, dass ein Flugzeug in dieser Höhe fliegen kann. So, man braucht eine Rakete, um dorthin zu kommen. Aber was wirklich wichtig ist, ist meteorologische Messungen in situ, das heißt dort, wo es stattfindet. Und ich übergebe jetzt an meinen Kollegen Sean. Thank you, David. Ja, vielen Dank, David. Herzlich willkommen, Damen und Herren. Was David gerade schon erklärt hat, dass Raketen eine Möglichkeit ist, in den Raum zu kommen und auch zu anderen Planeten oder dazwischen zu kommen. Wir können was ganz Interessantes machen. Wir können zwischen 8 und 10 Kilometer hochkommen. Aber wir müssen nicht unbedingt auf 10 Kilometer hochkommen. Wir können auch ganz viele interessante Sachen tiefer machen. Und was ist das? Genau. Ein technisches Problem. Here I have quoted a line from a paper from eine Zeile zitiert aus einem Paper von van der Leyen Martins von 2007 in dem Physik und Chemie Journal, nein, Open Access Journal von der European Meteorological Union. Und alles, was wir heute wissen, Satelliten und alles, was wir haben, und all dies ist nicht genug, um eine Wolke zu untersuchen. Und er macht es sehr deutlich, dass alles, was ganz oben in der Wolke passiert, was der Solarstrahlung ausgesetzt ist, der Sonnenstrahlung ausgesetzt ist, ist alles ganz anders. Und deswegen hat man ganz völlig thermodynamische Phänomene in der Wolke. Und Verdampfung spielt immer eine ganz wichtige Rolle. Und dies hat ganz entscheidende Effekte auf das Wettersystem eines Planeten. Und wenn ihr den IPCC-Report gelesen habt, dann habt ihr gesehen, dass alles, was wir über Aerosolsysteme wissen, ist sehr, sehr gering. Und wenn man eine Quantifizierung davon haben will, die
Der Fehler ist, liegt in der Größe von 300%. Und das heißt, wenn man Wolken untersucht und die Effekte, wie sie das Albedo des Planeten beeinträchtigen, wie der Planet aussieht in den nächsten Jahrzehnten. Und warum sind Raketen hier interessant und perfekt, um das zu untersuchen? Und an diesem Bild kann man noch einiges sehen. Das ist in Griechenland hier. Und es steht für Boden, es ist für ein elektrisches Raketenexperiment. Und was man hier sehen kann, ist, dass die Rakete eine Sonne direkt in eine Aura schickt. Und das kann eine Rakete ganz präzise machen. Das kann sie sehr gut machen, eine Rakete. Und das ist, warum das so interessant ist. Man kann damit eine Sonde oben auf die Wolke, unten an die Wolke setzen. Und damit kann man Dinge herausfinden, die man bisher nicht herausfinden konnte. Und um das zu machen, brauchen wir keine großen Raketen. Wir gucken uns jetzt hier mal eine an. Das ist eine Forschungsrakete, Javelin. Damit kann man in der oberen Atmosphäre oder in der Stratosphäre forschen. Und die wurde in Amerika gemacht. Und diese großen Raketen, die brauchen wir nicht. Wir brauchen was Kleines, was viel niedriger fliegt. Und dafür, um auch auf die Flugeigenschaften zu schauen, übergebe ich jetzt nochmal an David, war das. So, wie wir uns das eben schauen, ist sehr interessiert an Wolken und sehr emotional mit dabei. Das hier ist so eine typische Flasche, so ein kleiner oder Dose, eine übliche Dose, mit der wir forschen. Viel mehr brauchen wir nicht, um mit der heutigen Mikrocontroller-Welt zu arbeiten. Und man kann da alles reinpacken, was man will. Das ist überhaupt gar kein Problem. Mit den ganzen Sensoren, die wir heutzutage haben, können wir mit einem Arduino können wir für $50 eine ganze Menge auswerten und können für $50 fast 10 Dosen bauen, wenn wir wollten. Oder zumindest das Leben dafür. Was ist unsere Philosophie dahinter? Wir wollen es einfach halten. Die Abkürzung KISS ist die englische dafür. Wir wollen also mit Festbrennstoffen arbeiten. Die sind viel einfacher zu bauen. Und das haben wir in den letzten 9 Jahren noch benutzt. Und die bauen auch auf auf Dinge, die man auch als Süßigkeiten bezeichnen kann, als Bonbon. Da ist Zucker drin. Und das könnte man theoretisch auch essen. Zucker und Salz. Und ein bisschen Holzkohle ist da nochmal drin. Und Eisenoxid. Das sind also alles Dinge, die man prinzipiell auch konsumieren könnte. Das sind also Dinge, die man überall bekommen kann, verschiedene Werkstoffe dann, um das zu machen, zum Beispiel PVC, zum Beispiel Holz. Man muss nicht unbedingt Alu oder Magnesium verwenden, um so eine Rakete zu bauen. Manchmal nutzen wir auch Glasfaser. Man muss nicht unbedingt Carbonfaser verwenden, Glasfaser reicht auch. Und damit kommen wir ganz gut klar. Die Standarddinge, die man macht, schleifen, bohren, das ist überhaupt kein Problem. Und es sind alles günstige Raketen. Wir verwenden also recht preiswerte Sachen und es soll nicht teurer werden als 2000 Euro pro Rakete. Viel Geld geht dafür drauf, dass man nach Dänemark oder wo auch immer hinfahren muss, aber die Rakete selber, die soll günstig sein. Und um das noch günstiger zu kriegen, sollten die Raketen wieder benutzbar sein. Das heißt, die haben auch einen Bremsfallschirm dabei, um heil wieder zu Boden zu kommen. Na, was haben wir in der letzten Zeit gemacht, in den letzten Jahren? Jetzt sehen wir hier was aus 2005, die Arguna Ran, 3 Meter lang, 16 Zentimeter im Durchmesser und sie kann bis ungefähr 1 Kilometer hoch fliegen. Das hier ist ein Flug 2006, 2007 irgendwann und das ist wie man am weißen Rauch sieht, Pure Candy, also der Bonbon-Treibstoff, den wir dafür verwenden. Und man sieht keine Flamme. Die Flamme ist ganz, ganz klein. Direkt unterhalb der Rakete sieht man das. Der Impuls, den dieser Treibstoff erzeugt, ist ungefähr 140. Und 1 Kilo von diesem Treibstoff kostet nur 2 Euro. Das ist sehr, sehr preisgünstig für einen Raketentreibstoff. Um so eine Rakete zu bauen und sie fliegen zu lassen, das ist nicht teuer. Aber um dahin zu kommen und auch die Erlaubnis zu kommen, das ist der teure Teil heutzutage. Das ist Arguna 2.
Die ist ein Jahr später gebaut worden und sollte ganz, ganz schnell sein. Daraufhin war sie optimiert, deswegen ist sie auch besonders dünn mit nur 11 Zentimetern. Ein bisschen größerer Antriebsbereich und kann ungefähr 2,5 Kilometer hoch mit dem mittleren Motor. Die Hälfte davon ist ungefähr der Motor und die mittlere Stufe von diesem Vortrieb ist der untere Teil, ungefähr wo man die Halterung sieht und wie man eben mit dem Laserpointer gesehen hat, 2/3 dann, da ist die ganze Stufe. Antrieb. Sie wurde ein paar Mal geflogen und wieder der weiße Rauch, das ist wieder der Bonbon-Treibstoff. Und dann wurde die Aguna 3 2008 gebaut. Die ist nicht viel größer, aber viel, viel dicker. 20 Zentimeter im Durchmesser und da kann man eine Menge reintun. Wir haben aus der Aguna 2 gelernt, 11 Zentimeter ist verdammt dünn, da kriegen wir fast nichts rein. Mit Arduinos und der kleinen Elektronik ist kein Problem heutzutage. Aber wenn sie jetzt fliegt, das hier ist nochmal ein anderes Bild, ein bisschen anders. Da unten drunter ist, das ist Super-Bonbon-Treibstoff. Da ist eine ganz neue Mischung von Dr. Oeckel, der da eine Patent drauf hat. Und das Patent ist nur dafür da, dass niemand das wegnimmt, niemand sich das anders patentieren lässt. Aber jeder darf es grundsätzlich benutzen, wenn ich das kreativ verstanden habe. Da ist dann noch ein bisschen Aluminium mit drin im Treibstoff. Und damit kommt man noch stärker, kann man noch mehr Power fliegen. 2008, 2009 haben wir uns dann gedacht, Mensch, jetzt haben wir 3 Raketen gebaut, aber wir wollen höher. Und so 10 Kilometer haben wir uns gedacht. Und wir haben mit der dänischen Raumfahrtherausforderung, dem dänischen Club da, gesprochen. Und die sind in der Nähe von Aarhus in Dänemark. Und da hatten wir einen Antrieb. Der ist untere Drittel etwa. Im größeren Teil ist der Recovery Section, also das, was man braucht, zum Beispiel Fallschirm und ähnliches. Und das ist die Abflugrampe, die wir haben für Polen. Aber dann war Polen so trocken, dass das nicht funktionierte in 2011. Und eine Woche vorher haben sie uns angerufen und gesagt, ihr könnt nicht vorbeikommen. Warum? Es hat hier nicht geregnet in den letzten 4 Wochen. Und eure Rakete würde unseren Wald in Brand stecken können. Und das geht nicht, das müssen wir verschieben. So, let's talk about lass uns mal unterhalten hier über die Herstellung der einzelnen Teile. Es ist alles handgefertigt in verschiedenen Methoden. Genau, das ist ein Vorher-Nachher-Bild des Antriebsbereiches im oberen Teil, der Adapter. Das hier sind die Teile, die Koppeleinheiten für den Flugbereich, für die Flugeigenschaften der Rohre. Das, was man hier links im Bild sieht, ist für den Antrieb. Ja, das ist für die Elektronikabteilung. Und hier haben wir einfach eine Bohrmaschine und bohren Löcher, aber man muss das sehr, sehr genau machen. Also das ist nicht ganz leicht. Hier ist ein Schrittmotor. Da kann man Impulse gehen, sodass es einen ganz bestimmten Winkel sich nur dreht. Und das kann man nicht genau genug von Hand machen. Das ist unmöglich. Hier ist wieder eine Schleifmaschine. Es dauert sehr lange, um so eine Flosse zu schleifen. Dauert 4 bis 5 Stunden. Das ist die Düse zusammen mit der Hülse. Und hier ist der Graphitteil. Und Graphit ist sehr einfach handzuhaben. Es ist sehr spröde. Aber und dies ist die Düse von der anderen Seite. Man kann hier die Verengung sehen, wo die heißen Gase durchgehen. Und nach den Tests darf man das nicht berühren. Das ist sehr, sehr heiß. Und jetzt sprechen wir mal über 2014, über unsere Kampagne, einen Start durchzuführen. Und von dem dänischen Space Challenge, die haben uns eingeladen. Wir sind hingefahren mit den Aguna 4 Teilen und wir kamen aus Köln und aus Berlin und aus München und von anderen Orten. Und wir mussten alle nach Dänemark, uns immer die ganze Rakete mehrere Male nach Dänemark zu bringen und wieder zurückzubringen. Also in 2013 haben wir sie da gelassen und wir bringen sie dann mit. Und jetzt am Samstag konnten wir einen Start machen und die Danish Space Challenge, dies ist die dänische Löt-Herausforderung und nach einigen Stunden
In einigen Stunden konnten sie es reparieren und konnten löten. Und das ist Dural, das ist Aluminium und es ist sehr spröde und es ist nicht einfach zu löten. Aber sie haben es hingekriegt und es wieder zusammengebaut. Und wir waren natürlich erstaunt, dass Dural wirklich so einfach brechen könnte. Und wir haben die ganze Farbe abgemacht und es mit Glasfaser verstärkt. Und wir warten noch eine Woche vor dem Start und sind am Sonntag hingekommen und Montag hat DSC die ganzen Sachen gebracht, und außer der einen Flosse. Und wir haben eine Woche lang diese Rakete all zusammengebaut. Und das ist die Elektronik. Und wir können hier oben die Antenne sehen zum Testen. Eine echte Antenne im Flug ist woanders und ist oben. Und das ist ein Modul, das braucht ein halbes Watt. Und darunter sind Kreisel und Beschleunigungssensoren. Und hier ist ein Microcontroller und ein PX. 32A. Das ist mal ein anderer Blickwinkel von weiter oben. Und das ist ein Funkmodul. Das ist die Antenne, die Testantenne, die wird im Flug mit einer richtigen ersetzt. Das ist während des Zusammenbaus. Das sind zwei Lithium-Polymer-Akkus. Die kommen oben drauf. Und was man hier sehen kann, sind ein paar Kabel, die zu einem weiteren Prozessor runtergehen. Wir haben es dreimal versucht und jedes Mal ist was anderes passiert. Das erste Mal waren die Batterien leer. Alles war fertig und wir wollten los und wir wussten nicht, was los ist. Und dann haben wir festgestellt, die Batterie ist leer. Das erste Mal ganz oben im Norden von Dänemark und das zweite Mal auch in Dänemark sind sie woanders hin zum Fliegen im Süddänemark. Und da ist ganz, ganz feiner Sand, weißer, feiner Sand. Und da ist ein Ort Wiedesande, nennt er sich. Da wollten wir dann starten. Und da ist dann unser Auto dann im Sand versunken und deswegen konnten wir den Tag nicht starten. Naja, und nachdem wir das dann zusammengebaut haben, sieht das glänzend in den Augen. Endlich ist es fertig und es hat Stunden gedauert. Das ist am Strand hier, mal wieder der feine Sand. Links der Meteorologe und auf der rechten Seite die anderen Teammitglieder. Und am Strand, da muss man wirklich im Zelt arbeiten, anders geht es da nicht. Man kann nicht im Wind und im Sand arbeiten, da ist alles voller Sand. Und der Sand ist ganz besonders. Du hast ganz, ganz viel Sand in den Taschen, in den Klamotten, überall. Und wenn du vom Strand weggehst, dann schüttelst du dich einmal und der Sand ist weg. Der ist so fein, der geht überall rein. Und insbesondere die ganzen mechanischen Dinge, die können davon dann Probleme bekommen. Das hier ist die Antenne. Das ist eine polarisierte Antenne für 70 Zentimeter. Zwei Stück haben wir davon. Das ist eine Bodenstation. Darüber kriegen wir Telemetriedaten zurückgesendet von der Rakete. Und das können wir uns in Echtzeit dann anschauen. Das sind die drei Teile. Das ist die Spitze in der Mitte mit den elektronischen Teilen. Dann der Wiederauffangteil oder Wiedereintrittteil, wo die benutzt werden, um wieder zurückzukommen. Das hier ist der Antrieb, die obere Stange mit 18 Kilo des Bonbon-Treibstoffes. Die kann 3 Sekunden ungefähr 2000 Meter pro Sekunde Vorschub leisten. Und das ist praktisch hinterher alles weg. Und hier unten ist nochmal Recovery Section, also zum Wiedererhalten der Rakete, der Teil und mit Fallschirm und dem ganzen Zubehör, das man dafür braucht. Das hier ist der Start. Und es ist unheimlich eindrucksvoll. Ich möchte euch das gerne mal als Video zeigen. Bitte starten. Zuerst zeige ich euch den Antrieb. Das ist ein Test, den haben wir 2009 gemacht, wo wir einfach nur dachten, dass wir an die Agona 4, wo wir nur an die Agona 4 gedacht haben. Das war 2008 jetzt. Das hier ist der Aufbau, ganz, ganz simpel im Aufbau. Das kriegst du alles im Baumarkt, was wir da verwenden haben, außer vielleicht die Graphitdüse. Wenn du hier ganz genau hinguckst, der hat einen Finger weniger in der rechten Hand.
unser Doktor. Er sagt, er wird nie wieder Chloride anfassen. Chlorate anfassen. Er lebt für dieses Projekt. Er ist ein professioneller Chemie-Doktor. Er arbeitet für Bayer Chemie, aber auch Leute, die damit ihr Geld verdienen können. Er ist auf einem Ohr auch nicht, kann nicht ganz so viel hören. Auf einem Ohr. Deswegen, Leute, hört auf mit Feststoffraketen. Aber niemand kann aufhören und niemand kann diesen Menschen davon abbringen. Das ist irgendwo in Bayern, ich weiß nicht mehr genau, wo das war. Haben wir Ton zu dem Video? Etwas lauter, bitte? Ja. Versucht, den Ton lauter zu machen. So, jetzt gibt's Ton. Countdown. 2, 1, 0. Pop. Und ja, das ist der Raketenmotortest. This super is very slow and that's we have a reason why it's so sehr langsam und das hat seinen Grund. We tested it at BAM. It has a BAM certification. Wir haben das in BAM getestet. Es ist ein BAM Zertifikat. Ohne BAM kein Bumm. This is very important. You are not allowed to use such pyrotechnics without nicht proper registration. Erlaubt das ohne Registrierung zu benutzen hier solche Sprengstoffe und Feuerwerkstechniken. And das BAM ist Bundesamt für Materialprüfung. Nitrates are also und jetzt benutzen wir hier Nitrate und die sind auch sehr flüchtig und sehr gefährlich und haben herausgefunden, dass der Supertreibstoff sehr stabil ist und man kann ein Stück von diesem Suka, von diesem Superbonbon-Treibstoff nehmen und kann da mit dem Hammer draufhauen und da passiert nichts. Und man sollte das mit anderen brennbaren Raketentreibstoffen nicht probieren, aber dieses braucht sehr lange, um anzufangen zu brennen und es muss sich erstmal Druck aufbauen und dann geht's aber richtig los. Okay, so first of all, I will show you. Zuerst zeige ich jetzt einmal. Das ist ein Test des Auswurfsystems für das Recovery-System, um den Fallschirm auszuwerfen. Das ist in Echtzeit. Das ist dann ziemlich schnell, also halten wir das vielleicht gleich mal an. Das war das. Das ist der Auswurf des Rettungssystems. Und am höchsten Punkt wird das mit Kohlendioxid ausgestoßen. Das ist die Avionik und da ist ein Schockband und das ist ein Bänderfallschirm von einer Drohne. Der ist ganz billig, kostet 10 Euro oder so, aber es ist aus hervorragendem Material, aus Aramidfasern. Und hier haben wir die Boje, die zerstört wurde. Eine andere Boje ist hier noch drin in dem unteren Abschnitt. Und hier ist ein Schockband und es geht zu dem unteren und an der korrekten Höhe. In 400 Metern geht eine andere Sprengladung und löst die Verbindung und der Hauptfallschirm kann dann rausgezogen werden, der zweiten Boje. Und jetzt haben wir das einmal in Zeitlupe, dann kann man einmal genau gucken, was hier wirklich passiert. Man sieht das Kohlendioxid. Das ist jetzt sehr, sehr langsam. Braucht sehr lange. I think this is a Casio FX1. I don't know. I don't know. Casio FX1, glaube ich. Just to the end. No. Ganz am Ende, da sieht man. So this is what happens in das slow-mode. Ist was passiert und in Zeitlupe. We made a lot of tests and this wir haben sehr viele Tests gemacht und dieser war eher spektakulär am Tag. Und wir haben auch einige Tests bei Nacht gemacht. Und das ist der Start selbst. Das ist Zeitlupe. Das ist Zeitlupe. Ich sage es nochmal, das ist halbe Originalgeschwindigkeit. Tschüss. Und in Wirklichkeit geht das einmal so und weg ist sie.
Es war sehr lustig an diesem Tag, denn am Anfang hatten wir blauen Himmel und richtig schönes Wetter und plötzlich kamen die Wolken und unsere dänischen Freunde von Danish Space Challenge, die hatten auch eine Rakete, eine kleinere Rakete, nicht kleiner, aber nicht so schnell. Und die flog in die Wolken und irgendwas passierte in den Wolken. Und dann kam die Rakete auf derselben Flugbahn zurück. Die Rakete wollte es nicht haben. Und unsere startete dann und wir haben gute Telemetriewerte und sie kam irgendwo runter und wir haben sie nicht wiedergefunden an dem Tag. Und wir waren etwas traurig, aber wir hatten Telemetriedaten und wir waren froh, aber auch traurig. Und wir waren froh, weil wir endlich die Rakete starten konnten und wir waren etwas traurig, weil wir sie nicht mit nach Hause nehmen konnten. Aber zwei Tage später, als wir dann wieder da waren, am Sonntag, dachten wir nichts und wir bekamen eine Post und wir kamen an Post und wir hatten die Rakete wiedergekriegt und sie hatte überlebt. Und in den dänischen Nachrichten war, wir haben eine Rakete wurde gefunden, da und da. Aber der Deutsche vom DSC und die Pressearbeit war hervorragend. That's what we have been doing now. Das ist, was wir bisher gemacht haben, und wir versuchen, eine Aguna 4 wieder aufzubauen, die höher fliegen kann. Diese war 6,4 Kilometer hoch. Ich kann euch die Telemetriedaten zeigen, aber das ist nicht so interessant, es dauert lange. Aber wenn es euch interessiert, dann fragt einfach. Und dies wird unsere nächste Rakete sein. Und diese ist dieselbe Länge wie die Aguna 4, 4,5 Meter. 6,4 Meter und 30 Zentimeter, 20 bis 30 Zentimeter Durchmesser. Das heißt die Aguna 5 und wir haben ein Mockup, wir haben schon ein Modell und sie soll 50, 40 Kilometer fliegen, aber der erste Mockup wird nur 2 Kilometer hochfliegen. Und ja, das war's für heute und jetzt ist Zeit für Fragen. David and Sean, thank you very much for this very, very impressive. Vielen, vielen Dank für diesen imposanten Vortrag. Wir haben 10 Minuten für Frage-Antwort. Wir bitten euch deshalb, wegen euch an den Mikrofon hinzustellen, dass wir euch teilnehmen können. Vom IRC irgendwelche Fragen? Da ist eine Frage im Chat. Gibt es Beschränkungen, was die Höhe angeht? Gibt es Flughöhenbeschränkungen oder Größenbeschränkungen für die Raketen, die man im Garten fliegen lassen darf oder im Garten starten darf? Ist das verboten? Gibt es Beschränkungen? Wie soll ich es sagen? Wir sind hier in Deutschland. Wir haben versucht, Raketen zu starten auf einem Militärgelände seit 2006. Das ist jetzt vor 8 Jahren. Und sie haben am 8. September dieses Jahres durften wir 2 Raketen starten in Bornholde. Und Sie haben es vielleicht gelesen, und Bornholde FAR. Und dann kann man das finden, wenn man danach googelt. Und es gibt jede Menge Auflagen. Und wir hatten ganz viele Auflagen, auf einem Militärgelände zu starten. Und wie soll es, wenn man es aus dem eigenen Garten starten will? Aber wenn man nach Dänemark geht, ist das alles ganz anderes. Die fragen, ist das eine Rakete? Okay. Und zeigen dann und sagt hier und dann gut. Okay. Und nicht woanders hin. Und es ist viel einfacher. Und je größer die Raketen werden, natürlich, die wir gezeigt haben jetzt, 1, 2 und 3, die sind nur mittelgroße Raketen. Sie sehen aus wie große, aber sie fliegen nur 2,5 Kilometer hoch. Das ist nur eine Modellrakete. Aguna 4 ist etwas ganz anderes. Und diese dänische Frau, die da gestanden hat und haben ihre eigene Rakete gesehen und dann die Aguna 4 und dann, boah, das ist eine richtige Rakete. Und das hat sie sehr glücklich gemacht. Ist die Frage ganz beantwortet? Ja? Okay, thank you, David. Gentlemen on number 2, please. Ja, dann vielen Dank. Mikrofon 2. Okay. Zuallererst haben Sie gefragt, nach weiteren Gründen, um Raumfahrt zu machen. Und ich habe eins herausgefunden, früher oder
später. Naja, aber die wirkliche Frage ist technische Details zur Rakete. Sie hatten erwähnt, dass es eine Modellrakete ist und es geht eigentlich nicht richtig in den Weltraum. Und ich würde gerne wissen, was sind die nächsten Schritte? Besonders, weil man nur mit Zucker nicht in den Weltraum kommt. Ja, wir wollen das auch nicht, aber es gibt ein anderes Programm, das heißt Sugar Shot to Space mit Zucker in den Weltraum. Die haben es, die versuchen es, aber Zucker, also Süßigkeiten, Bonbons, hat einen großen Nachteil. Es ist essbar, aber es hat einen großen Nachteil. Es ist spröde, also wenn man ganz große Stücke davon gemacht, bis ab 12 Zentimeter Durchmesser fängt das Problem an, wenn man die Rakete startet und die Druckspitze kommt, dann zerbrechen die teilweise. Und das bedeutet, die Fläche, auf der die Flamme brennt, vergrößert sich sehr stark und erzeugt einen großen Druckanstieg und man hat noch mehr Druck und Die nächste Frage ist, Sie haben den Preis erwähnt für diesen Treibstoff und ich würde gerne wissen, was ist die maximale Menge, das maximale Gewicht, dass sie transportieren können. Wenn man 10 Kilometer hoch will, wie viel Gewicht können sie transportieren? Was können sie mitnehmen? Das Problem ist, dass die Rakete ist jetzt wirklich, wirklich schwer, weil wir nicht so hoch fliegen können. Und letztes Mal hatten wir 36.000 Fuß. Und wir wollten keine sehr schnelle, bewegliche Rakete, keine Rakete, die sehr hoch fliegt. Wir sind froh, dass sie unter 7 Kilometer war. Und man muss einen gewissen Spielraum haben, sonst glauben sie es einem nicht, dass man es nicht überschritten hat. Also wir können im Moment 5 Kilogramm transportieren. Ist nicht genug Platz für 5 Kilogramm, weil der Raum nicht da ist. 2 Kilogramm ist eher realistisch und das ist für die Avionik aber genug. Okay, die letzte Frage, die ich habe, ist testen. Es ist doch ziemlich schwierig, die Software zu testen vorher, wenn es da hoch fliegt. Auch weil die Beschleunigungskräfte bis zu 40-fache Erdbeschleunigung sein kann. Wie kann man das im Labor vorher testen? Doch, das kann man testen. Man kann es fallen lassen. Und wenn es auf den Boden aufprallt, sind es mehr als 40 G. Okay, probier es mal aus. Okay. Probably. Wahrscheinlich. Okay, David, thank you. Gentlemen at number one, please. Vielen Dank, David. In Kepler Space Program, I learned you need some kind of control for the rocket. Ich habe im Raumfahrtprogramm gelernt, man braucht eine gewisse Kontrolle, man braucht eine Überwachung der Steuerung der Rakete, wie das funktioniert. Wie ist es bei euch? Ja, Kontrolle, Steuerung ist, würden wir gerne machen. Wir würden gerne die Rakete steuern, aber das Problem ist, as I said, keep it simple. Wie ich gesagt habe, wir versuchen es so einfach wie möglich zu machen, so simpel wie möglich. Also haben wir im Moment keine Steuerung. Und natürlich ist die Rakete stabil. Es fliegt nirgendwo hin, wo wir nicht wollen, aber es ist nur passiv stabilisiert. Und wenn man die Rampe aufstellt und auf eine bestimmte Richtung zielt, das ist alles. Aber sie beschleunigt so schnell, die sind dann sofort stabil. Die ist sofort stabil, diese Rakete. Momentum, und der Impuls ist ein halber Meter weicht sie ab und die geht wirklich gerade hoch. Aber natürlich wollen wir es steuern, aber was wäre im Moment der Punkt? Warum wollten wir das machen? Wir haben Raketenmotoren, die nur 3 Sekunden lang brennen. Also wofür wollen wir sie kontrollieren? So 3 Sekunden und dann ist alles. Wenn man Hybridantriebe hat, ist das anders, die nur 2G-Beschleunigung haben. Und dann ist die Rakete instabil und dann muss man eine Kontrolle haben. Aber und was wir machen wollen, ist, wir benutzen diesen sehr schönen O-Motor und machen 30G bis Mach 1,6. Und dann haben wir eine kleine Rakete obendrauf mit einem Hybridmotor und dann können wir 10 bis 20 Kilometer hochfliegen mit kaum neuer Technologie. Vielen Dank. Nummer 2, bitte. Du hast dich eben dazu geäußert, dass es Gesetze in Deutschland gibt, no bam, no boom, wenn man Hybridmotoren baut. Ist das auch beschränkt? Psst. Psst. Psst.
Es gibt keine Beschränkungen. Keine Beschränkungen. Anything from IRC? Nochmal kurz zur Erklärung. BAM, Bundesanstalt für Materialprüfung, und BUM als Synonym für Abheben. Ich habe Menschen gesehen, die nutzen zum Messen Ballone, so wie Wetterballone. Das ist doch viel günstiger und viel einfacher, weniger spektakulär. Aber warum macht ihr das nicht auch? Ja, das ist der Punkt. Das ist nicht so spektakulär. Das ist Punkt Nummer eins. The thing is, of course, balloons. Die Sache ist natürlich die, dass Ballon sehr einfach auf 40 bis 60 Kilometer Höhe zu bringen sind. Und das, wenn man nur dahin will, dann ist es völlig in Ordnung, Ballons zu benutzen. Aber erwarte nicht, dass es zurückkommt, oder es ist sehr schwer, das zurückzukriegen. Das ist manchmal bei Raketen auch schwierig, ich weiß. Aber wir haben einige schon verloren. Aber wir haben sie irgendwann dann immer alle wieder gefunden, ein paar Wochen später oder so. Ballons sind interessant und nett, aber wir hatten einfach nicht die Zeit. Aber Ballons sind schön und das ist gut, aber erwarte nicht, dass man auf 100 Kilometer Höhe kommt damit. Aber Ballons sind schön. Außer natürlich, man will Raketen von Ballonen starten, aber das kann ich nicht empfehlen. Nummer eins bitte. Wenn man die Sensorik in der Höhe dann hat, wenn du sie da nicht halten kannst auf der Höhe, ist es dann präzise? Ja, man muss einen Sensor haben, der schnell genug ist, mit 10 Hertz Samplingrate, und man muss 2,3 Sekunden, dann hat man nur wenige Datenpunkte, Take a balloon, if you Wie lange want to stay will ich da oben bleiben? Wenn ich länger da bleiben will, nehme ich einen Ballon. It's a valid point. The thing Aber is, es ist ein, the thing is, ein wichtiger Punkt. Wenn man eine Rakete hat, dann hat man einen fast momentanen Querschnitt vom Boden bis zum höchsten Punkt. Und mit einem Ballon braucht es Minuten oder eine halbe Stunde. Und man kriegt mit der Rakete den natürlich zweimal, einmal aufwärts und einmal abwärts. Ja, sure. Well, there's one more thing. Da ist noch eine Frage. Very, very precise. Die so if you have a particular cloud layer, for example, you want to investigate, then und wenn man die Wolkenschichten angucken will, dann kann Querwind den Ballon einfach ganz weit abtreiben. Wenn man und eine Rakete fliegt genau dahin, wo man es haben will, und wird nicht weggeschoben vom Seitenwind. Nummer zwei, bitte. Wenn man GPS verwendet mit den Raketen, klappt das mit dem Signal? Kann er positionieren? Mit GPS, das ist ein echtes Problem. Bei der Aguna 4, das habe ich noch nicht erzählt. Die Sache ist, die Aguna 4 ist eine volle Metallrakete, deswegen gab es kein GPS-Signal. Die war 6,5 Kilometer hoch, und wir hatten gedacht, wir gehen vielleicht auf 7,5 Kilometer, hat sie aber nicht geschafft, weil der Widerstand höher war, als wir dachten. Aber das ist auch die Sache, man weiß nicht genau vorher, wie es ist. Aber es hat ein sehr ungewöhnliches Verhältnis zwischen Länge und Durchmesser. So, das heißt, der GPS-Empfänger war innerhalb von diesem Metall, und deswegen gab es kein Signal. Das heißt, wir hatten gehofft, dass wir, wenn wir runterkommen, einen Fix bekommen. Und wir haben 3 Minuten, einen GPS-Fix zu bekommen, auf dem Weg runter am Fallschirm. Und als es sich geöffnet hatte, hat es sich 10 Sekunden später geöffnet. Wir wissen nicht warum. 2 Avionik-Computer haben nicht den höchsten Punkt erkannt. Das war ein Softwareproblem. Wir sind dafür nicht verantwortlich, weil wir das fertig gekauft haben. Und das war das einzige Teil, das wir nicht selbst gemacht haben, und das hat versagt. Also haben wir eine wichtige Lektion gelernt. Wir bauen unsere Avionics nächstes Mal selbst. Aber es fiel schon 10 Sekunden lang, und wenn man etwas für 10 Sekunden fallen lässt, dann hat es schon 400 Kilometer pro Stunde, und dann hat es sich geöffnet mitten in der Luft. Und der Fallschirm war extra dafür gebaut, ansonsten wäre er zerrissen worden. Also wäre er in 10.000 Stellen zerrissen, und so ist er nur an einer Stelle gerissen. Und die Rakete fiel schneller als erwartet. Das heißt, nach 120 Sekunden von voller Telemetrie, der erste GPS-Fix, den wir hatten, der kam, und danach ist sie ins Wasser gefallen. Das heißt, wir hatten keine GPS-Daten. Aber im Prinzip, wenn man eine Glasfaserrakete macht, dann hat man
bekommt man einen GPS-Fix mindestens während des Abstiegs. Normales GPS ist das natürlich außerhalb der Parameter. Und es gibt einige spezielle GPS-Systeme, vielleicht hier im Raum, wir haben mit so speziell modifizierten GPS-Empfängern, dann sind wir interessiert daran. Das ist wirklich sehr interessant. Vielen Dank. Gibt es noch Fragen im IRC? Ja, da gibt es noch eine Frage. Was sind die Probleme oder die Bedingungen im Hinblick der Nutzung von Ballonen zu den Raketen? Keine Probleme mit Ballons statt Raketen. Sie sind einfach nur ganz anders. Und eine ist ganz spitz und die andere ist ganz rund und eine ist ganz schnell und das andere ist ganz langsam. Und ich habe nur ein Problem. Das Einzige ist, wenn man Raketen aus Ballons startet, denn spitz und rund. Jo, dann geht's nochmal weiter, Mikrofon 1. Eben gab es Informationen zu der Sensorik. Vielleicht habe ich es nicht mitbekommen, aber kannst du noch mal ein bisschen mehr über die Sensorik und über die Datenübertragung erklären? Und insbesondere über Kamera an Bord einer Rakete. Ja, wir hatten eine Kamera und wir haben sie verloren. Die wurde bei dem Zusammenbau verloren. Die ist beim Zusammenbau verloren gegangen. Und wir hatten den Raum und wir hatten. Wir wissen nicht, was passiert ist. Jedenfalls, der USB-Connector hat sich gelöst und sie wurde zerstört. Sie ist kaputt und sie war tot. Und haben wir einen Film davon, von der Zerstörung der Kamera? Das heißt, die Kamera hat gefilmt, bis sie kaputt ging. Bei dem Zusammenbau, vor dem Start, wurde die Kamera zerstört. Beim Einbau wurde die Kamera zerstört. Und jetzt wissen wir, dass wir eine Ersatzkamera brauchen. Aber die Sensoren ist natürlich eine interessante Frage. Wir benutzen Trägheitssensoren, die ganz üblich sind heute. Man kann die kaufen und 10 Freiheitsgrade und für 50 Euro oder so. Und man hat einen Kreisel, ein Gyroskop für 3 Achsen und man hat einen Barometer, Drucksensor und wir haben ein Modul, das bis 25 G messen kann in 3 Achsen. Und wir können deswegen dem Pfad der Rakete, der Flugbahn der Rakete folgen. Das war natürlich für die Höhe war das Wichtigste der Drucksensor, der barometrische Sensor mit Kalibration und Temperaturkompensation und trotzdem sehr billig. Und die anderen Sensoren waren auch billig, aber die sind einfach so unglaublich billig. Heute, das ist noch gar kein Vergleich zu vor 10 Jahren, wo man wirklich sehr komplizierte, hochtechnische 24-Bit-Wandler bauen musste. So. Also wir hatten nur Flugpfadmessungen und wir hatten Druckmessungen und wir wollten auch Spitzentemperaturmessungen von der Raketenspitze, aber wir hatten ein Problem mit der Antenne und deswegen... Dann hätten wir die Temperatur und von da kann man auf die Geschwindigkeit zurückschließen gegenüber der Atmosphäre. Und später wollen wir mehr meteorologische Messinstrumente auch benutzen. An. Jetzt ist das Mikro an. Wenn ihr die Daten speichert, speichert ihr die vor Ort? Wir haben es nicht getan, sonst... hätten wir ein Problem. Wir haben es direkt per Telemetrie gesendet auf 70 Zentimeter Band. Es sind nicht so schrecklich viel Daten. Es sind 30 Kilohertz an Bandbreite, die wir brauchen. Und wir senden nur GPS oder verschiedene Daten und wir speichern die auf 2 Laptops in Echtzeit. Und wir haben natürlich auch eine SD-Karte an Bord und speichern das auf der SD-Karte, aber wenn die verloren ist, dann ist es verloren. Das heißt, Sie könnten jeden Start mit diesen Daten auch nochmal aufrufen. Ja. Oh, mit der Zeit wird das hier ganz schön knapp langsam. Eine letzte Frage, dann müssen wir schließen. Hi. Ich habe nur eine kurze Frage. Einige Jahre, vor einigen Jahren habe ich was über Alice gelesen mit Eis und Aluminium.
Können Sie dazu was sagen? Ja, genau. Und es ist Wasser und Aluminium. Es ist sehr feiner Aluminiumpulver und das Prinzip ist, mit das Prinzip bei Zucker, dem Super Candy und Alice, ist fast dasselbe. Wir haben einfach Kohlenwasserstoffe und der Kohlenstoff, mit dem Wasserstoff reagiert und dann hat man Natriumcarbonat. Und Alice ist sehr, sehr schwierig zu handhaben. Außer wenn man in der Arktis oder Antarktis ist, ist es sehr schwierig handzuhaben, weil es gefroren sein muss. Und dann ist es wenn man das kann, dann ist es ein sehr schöner Treibstoff, hat sehr hohen spezifischen Impuls und ist sehr einfach, wenn es gefroren ist, aber es muss einfach ganz, ganz kalt sein. Und wir waren im Frühling in Dänemark und da ist es warm und. Okay, thank you. David und Sean, thank you very much for this very. Ja, David und Sean, vielen Dank für eure äußerst interessante Rede. Für euch nochmal eine große Runde Applaus.